Seid gegrüßt, Freunde des Lesens und Freunde der Bibliotheken, zu einem neuen Part Pokémon Sonne mit dem Zwergenfürst. Wir befinden uns hier in der Bibliothek von Ulaula, von der ersten Stadt in Ulaula. Und da haben wir auch schon Lilly, die ein bestimmtes Buch sucht. Das Buch ist sehr wertvoll. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es überhaupt ausleihen dürfen. Das geht aber ziemlich schnell. Meinst du vielleicht das hier? Wirf ruhig einen Blick rein. Wie? Oh, vielen Dank. Mal sehen. Oh, hier. Der Titel lautet Das Licht von Alola. Plötzlich tat sich am leeren Himmelszelt ein Loch auf und heraus trat eine Kreatur, die vom König Alolas als Sonnenverschlinger verehrt wurde. Umhüllt von gleißendem Licht rang die Kreatur die Schutzpatrone der Insel nieder und machte sie sich untertan. Die Linie der Könige Alolas ward für derhin vom Glanz der Sonnenverschlingers beschienen. Sein lebenssprengendes Licht bescherte allen denen reichen Segen der Natur. Gemeinsam schufen die Kreaturen der Sonne und ihr Gegenstück, die Kreatur des Mondes, so neues Leben, über welches zu wachen die Schutzpatrone bestellt wurden, um ihrer Dankbarkeit gegenüber dem Sonnenverschlinger Solgaleo Ausdruck zu verleihen, ließ man fortan den Klang zweier Flöten an einem Podium ertönen. Spannend, oder? Die Bücher meines Vaters sind alle so mitreißend. Ich bin übrigens Lola. Wie bitte? Aber wie kommt es, dass dein Vater solch ein altes, wertvolles Buch besitzt? Tja, man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich stamme von einem alten, ziemlich beeindruckenden Volk ab. Das Buch muss leider in der Bibliothek bleiben, damit es nicht von Pokémon angeknabbert wird. Ich kann es euch noch viel mehr über die Legenden Alolas erzählen. Oh, das freut mich zu hören. Vielen lieben Dank. Ich glaube, ich bleibe noch eine Weile hier. Auf dich wartet die nächste Prüfung, richtig? In einem meiner Bücher stand, dass die Prüfung vom Typ Elektro auf Ulaula nur über einen Bus von Route 10 aus erreichbar sei. Na, als ob hier in mein Hosi. Die nächste Prüfung wartet auf uns. Na dann. Elektro, das können wir machen. Ich denke, ich habe ein starkes Pokémon. Das nennt sich Ash Pajutsu. Das dürften wir hinkriegen. So, ab zur Bushaltestelle. Ab zum Flixbus. Wir müssen zur nächsten Inselprüfung. Aber da die. Route 10. Wurde nicht gesagt, dass hier auf Route 10 was ist? Egal. Ich erkundige erstmal die Runde 10. Die riesigen Bäume bieten Pokémon ein Zuhause. Ja, mir egal. Ich guck natürlich erstmal nach. Oha!
in Panzereon wild erscheint. Es geht los. John, greif an. Panzereon, was soll ich denn mit einem Panzereon? Ah, gut, ich mache mir den Spaß und besiege das Ding. Mikroladung. Das ist sehr effektiv. Weiter so. Zack. Volltreffer. Wartet auf Anweisungen. Ich würde mal sagen, Feuerzahn. Sieht gerade ganz gut aus für John. Ja. Weiter so. Besiegt. Perfekto. Joa. Trainer. Juhu. Haben wir wieder ein bisschen Zeit, die Pokémon zu trainieren. Bevor wir zum Bus müssen. Feuerwehrmann Mike wurde besiegt. Das Feuer, das in mir brannte, ist erloschen. Zwergenfürst gewinnt 1120 Pokédollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen. Nun ja, Feuerwehrmann Mike hervor. Und weiter geht's. Wenn ich mich nicht komplett irre, müsste hier gleich die Bushaltestelle sein. Och nö, Team Skull. Na dann, auf geht's, Team Skull. Mach dein Ding. So was geht, ich nehme nur ihm mal die Haltestelle mit. Hey, das ist unser Bußstab. Hey, wer hört nicht was fühlen? Alles klar. Team Skull belagert die Bushaltestelle. Ja. Ein Pokémon Team Skull-Rüttel. Alles klar. Als ob. So, einmal Nitro-Ladung und dann haben wir das auch. Kleine Golbat, mal ein bisschen Bräuler auf dem Grill. Ja, gut. Geschenkt. Die kleine Verwirrung. Man kann mal verwirrt sein, wenn man gegen Team Skull kämpft. Das kann ab und an mal passieren, dass man dadurch verwirrt wird. So, zur Abwechslung jetzt nochmal Glut einsetzen. Und John ist nicht mehr verwirrt. Okay, das ist gut. Und Feuerwehr wurde besiegt. Hübscher Bräuner. Team Skullrüpel wurde besiegt. Ein bisschen Knete dazu bekommen. Verloren, aber wie es bei uns üblich ist, dass ich gleich ein Brawl hier antreten. Ist mir doch nicht, wie stark du bist. Ich im Kampf besiegen meinen Move, deinen Twist. Die konnte man noch nie wirklich verstehen, was die so von sich geben. Ist ja sowieso nur Mist, was die von sich geben. Oha! Das ist einmal eine sehr radikale Handlung von Team Skull. Und wird Team Skull jetzt radikal? Glaube ich nicht. Oha, John fängt an zu verzweifeln. Bloß nicht. Nicht bei Team Skull. Egal wie radikal ihre Handlungen auch sein mögen. Das wird auch möglich sein. Lea, die 4 erreicht Level 20. Robin erreicht Level 23. Das sieht gut aus für unser Team. Manni erreicht Level 25. Steigt stetig an unser Team. Zwergfoss gewinnt 864 Pokédollar.
und geht siegreich. Ach komm, das ist es mittlerweile nicht mehr wert, diesen Satz auszusprechen bei Team Skull. Keine Haltestelle, kein Bus, klar. Wir wollen den Busfahrer nur einen Gefallen tun. Mann, Eddie, das ist meine Laune. Eddie, mal komm, gehen wir zurück in unseren Leuten. Das heißt zu unseren Leuten. Verdammt, können sie nicht mal richtig sprechen, Team Skull. Zwergenfürst. Da kommt schon Professor Kukui. Ein bisschen zu spät. Wäre ein bisschen früher gekommen, hätte er mir ja helfen können. Es wäre sehr freundlich gewesen, aber nein. Eben sind zwei Typen von Team Skull an mir vorbeigerauscht. Die sahen ziemlich fertig aus. Hast du sie so in die Schranken gewiesen? Mit deinem Talent solltest du dich als Herausforderer in der Pokémon-Liga versuchen. Pokémon-Liga? Ich? Alles zu seiner Zeit. Am schnellsten kommt man mit dem Bus zum Gipfel des Hokulani-Bergs. Schneller als ein Himmelhieb dich in die Lüfte katapultieren würde. Okay. Eine Bushaltestelle. Ja, ich weiß, dass das ein Bus ist. Eine Bushaltestelle ist. Möchtest du mit einem Bus bis zur Hokulani-Sternwarte fahren? Ja, allerdings. Nö, das ist schon der Flixbus. Oh nein, nur ein Kokowai-Bus. Der Kokowai-Bus steht immer zu den Diensten. Du willst schneller und sicher von A nach B? Dann bitte zügig einsteigen. Guten Tag, mein Name ist Patrick. Ich bin am heutigen Tag Ihr Busfahrer. Hokulani-Berg. Na, da sind wir schon auf dem Hokulani-Berg. Und er ist scheinbar mitgekommen oder hat sich teleportiert. Wie es halt ist. Hier drüben. Er scheint irgendwie nicht mitgekommen zu sein, weil er steht schon dort, wenn ich ankomme. Tja, Professor Kukui kann sich teleportieren. Interessant. Haben wir was Neues gelernt. Der Hokulani-Berg ist der zweithöchste Berg der Alola-Region. Jetzt willst du bestimmt wissen, welcher Berg der höchste ist. Was? Dann schau mal darüber, Zwergenfürst. Kannst du diesen majestätischen Berg da hinten sehen? Na sicher können wir den sehen. Das ist der Mond Lankila, der höchste Berg in der Alola-Region. Es ist ein heiliger Ort. Dort ist man dem legendären Pokémon, das als Verkörperung der Sonne gilt, am nächsten. Genau dort auf dem Gipfel des Mount Lankila, dort soll der neue Pokémon-Liga entstehen. Und wenn Trainer früher ihre Inselmannschaft beendet hatten, traten sie auf dem Gipfel des Mount Lankila gegen die Inselkönige an, um zur Inselmannschaftschamp zu werden. Ich möchte sowohl diese Tradition Alolas bewahren, als auch einen Champ hervorbringen, der vor ganzer Welt anerkannt wird. Deswegen soll dort oben eine Pokémon-Liga entstehen, die von würdigen Top 4 verteidigt wird. So kann unser Inselwanderschaftschamp zu einem weltweit anerkannten Champ werden. Und durch den Champ wird die ganze Welt erfahren, wie toll die Trainer und Pokémon Alolas sind. Okidoki. Das dazu. Hier ist ein Pokémon Center. Dort werde ich mich natürlich schnell mal reinbegeben und wie immer mein Pokémon Team heilen. Und das ist natürlich selbstverständlich. Und das muss natürlich auch fit sein. Würden wir jetzt in die Sternwarte gehen, es kann sein, dass da auf uns schon die nächste Prüfung wartet. Deshalb, ja, seien wir mal vorsichtig. Ja, trinken wir mal schnell einen Kaffee hier.
Was, wieder kein Kaffee hier? Na gut, ich nehme halt einen Eneko Kakao. Ich nehme das, was ich kriegen kann. Eine gute Wahl, einen Augenblick bitte. Danke fürs Warten. Ein Eneko Kakao, ganz nach Bestellung. Wir servieren unseren Eneko Kakao immer mit einem großen Schuss mit Kumomilch. Dadurch erhält eine besondere cremige Note. Ich spüre mal ein bisschen vor. Spezialität, geschenkt bekommen. Medizintasche verstaut. Trink den Kaffee. Nein, Entschuldigung, war nur ein Kakao. Sehr klar. Bitte beheben wir uns bald wieder. So, los geht's. Eine frische Luft. Was zum? Ist sehr dunkel geworden in der Zwischenzeit. Was ist passiert? War ich so lange im Pokémon Center? Nein. Kann nicht sein. Was zum Henker? Wie? Muss wohl irgendwo in Wann ohnmächtig geworden sein. Tja, ist mir ein Rätsel. Egal, geht's weiter. Na, als Haus. Oh, der große Merskurial persönlich beehrt uns mit seinem Besuch. Hab ich's gesagt oder hab ich's nicht gesagt? Dass Professor Kukui Merskurial ist. Wo bleibt ein Wetteinsatz? Zwangfürst, das ist Manon. Er ist der Leiter, der Sternwarte und der Verwalter der PC-Boxen. Aber wohlgemerkt, kein Captain. Ach so, ich dachte schon, der fordert mich jetzt heraus. Der fantastische Mask Royal hat gesprochen. Er kann eben nicht jeder so groß rauskommen wie du, mein maskierter Freund. Aber er hat recht, meine Tage als Captain liegen inzwischen hinter mir. Ach, der war mal Captain. Dann kann es doch noch sein, dass er uns herausfordert. Na wunderschön. Du bist Zwergenfürst, stimmt's? Danke, dass du den weiten Weg bis hierher auf dich genommen hast. Aber Chris, unser Captain, ist sehr beschäftigt. Er berechnet die Flugbahn von Kometen und kümmert sich um die Instandhaltung des Festivalplazas. Deshalb werde ich erstmal überprüfen, ob du qualifiziert bist, die Prüfung abzulegen. Und fordere dich deshalb heraus. Alles klar, Digga. Musste jetzt auch mal sein. Früher haben Kukui und ich zusammen Abenteuer erlebt und gemeinsam trainiert. Jetzt wirst du erfahren, was ich alles dabei gelernt habe. Alles klar. Du, ich glaube, das ist eine YouTuber-Krankheit, die man irgendwann kriegt, dass man solche Aussagen rausschmettert. Pokémon-Trainer Marlon fordert dich heraus. Das war schon so klar, dass jetzt die Herausforderung kommt. Ich hab's schon im Blut gehabt. Deshalb habe ich mein Pokémon-Team im Pokémon-Center geheilt. Weil ich praktisch gespürt habe, dass das kommt. Dass das jetzt kommt. Das Spiel wird mittlerweile berechenbar. Glaub's echt nicht. Also ist ein bisschen Unberechenbarkeit hätte ja sein können. Hätte man ja mal machen können. Ja gut, ich sollte vielleicht mal meinen Ben zurückziehen. Das wäre ratsam. Ben wartet auf deine Anweisungen. Zieh dich zurück, das ist meine Anweisung. Lass John ran. Der kriegt das hin. Los, John. Mach es platt. Werd deinem Namen gerecht. Deinem heldenhaften Vornamen.
Okay. Das geht wohl nicht so gut, wie ich es mir gedacht habe. Aber kriegen wir das hin? Ich denke, ja. Sollten wir hinkriegen. Dann wird zwar vielleicht ein bisschen schwer, aber wir kriegen es hin, wie ihr das seht. John erhält ein paar IP-Punkte. Ben erreicht Level 25. Hat er sich verdient, hat mitgekämpft. Victory. Okay, das kriegen wir platt. Victory ist jetzt nicht das Problem. Oh, smart mate. Um es mal so auszudrücken. Das ist doch ein männliches. Ihr seht's doch. Seht ihr es da oben? Ja, so, jetzt könnt ihr das sehen. Ja gut, Thomas Gottschalk, ein Dichter. Thomas Gottschalk, Diktri. Ich meine, hab ich gesagt, dass das scheiße ist. Ja gut, hab ich gesagt. Ja, es sieht einfach nur beschissen aus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh Mann. Ich sehe schon die Probleme vor mir, wie ich diesen Part benenne. Wie bitte soll ich denn das Thumbnail gestalten? Ich meine ja, ich kann einen möglichen Flixbus als Thumbnail nehmen und dazu noch Thomas Gottschalk abbilden. Wie stellt sich das Spiel vor, wie ich das Thumbnail kreieren soll? Das wird jetzt für mich brutal. Ich meine, ihr wisst schon, wie das Thumbnail aussieht, weil ihr habt es gesehen, bevor ihr das Video angeklickt habt. Hoffe ich doch. Stark. Doch Schwede. Ich bin schon gespannt, wie das aussehen wird. Also gibt diesem Video ein Däumchen nach oben, wenn es ein richtig geiles Thumbnail ist. Ich hoffe doch. Allein des Thumbnails. Wegen sollt ihr jetzt ein Däumchen nach oben geben. Das ist es allemal wert. Nanu, John entwickelt sich. Okay, jetzt haben wir ein eigenes. Jetzt kann ich ein Thumbnail nehmen. Okay. Deswegen müsst ihr jetzt keinen Daumen mehr geben. Gebt trotzdem ein Däumchen. Johns Endentwicklung. Glückwunsch, dein Freund. John wurde zu Fulgero. Na toll. Jetzt sieht die Katze aus wie... Ja. Ich werde es mal lieber nicht aussprechen. Und jetzt haben wir die Entwicklung voll. Ich bin nicht unbedingt stolz drauf. Ja, mach mal eine Pose. Alles klar. Alles klar. Es ist heute wirklich... Und der Ruf. Nein. Verdammt. Game Freak, was habt ihr mit der Endentwicklung gemacht? Was habt ihr mit der scheiß Endentwicklung gemacht? Die erste und die zweite gingen ja noch, aber... Was zum... Nein, ich spreche das Wort jetzt nicht aus. Was zum... Habt ihr mit dieser Endentwicklung gemacht? Dark Laria, das willst du lernen? Okay, klingt mystisch.
Okay. Mach das. 1, 2 und schwupp. John hat Glut vergessen und Dark Lariat, was auch immer das für eine Attacke ist, erlernt. Puh, dann bin ich ja entspannt. Dann kann ich ja auch, da habe ich ja auch ein gutes Thumbnail für diesen Part. Können wir diesen Part in aller Ruhe beenden, in aller Zufriedenheit. Alles klar, du hast die nötigen Qualifikationen, um die Prüfung abzulegen. Hast du das gesehen, Marlon? Ich glaube, er ist sogar stärker, als wir es bei unserer Inselwanderschaft waren. Das will ich doch stark meinen. Und noch etwas, warum nimmst du mich ständig maskulär? Sehe ich diesem extrem erfolgreichen und bildhübschen Profi-Frister denn so ähnlich? Aber gut, ich gehe dann mal zurück nach Mali City zum Tiergarten. Tani hat inzwischen sicher genug Malasadas verputzt. Ich werde ihn herbeibringen. Ich weiß, da stand was anderes, aber gut. Wird es Zeit, Schluss zu machen. Es ist schön zu sehen, dass sich mein alter Freund ein bisschen verändert hat. Schau dich ruhig in unserer Sternwarte um, Zwergenfürst. Du bist herzlich willkommen. Ja, aber das erst im nächsten Part. Bis dahin, Däumchen nach oben, Däumchen nach unten. Völlig egal. Pokémon, Sonne und Mond wird immer heller. Ach egal, Abo da lassen, falls ihr neu seid und ja, keinen weiteren Part mehr verpassen wollt. Beenden wir den Part mit gehabt euch wohl und wie immer habt noch einen angenehmen Pfostentag. Haut rinne, bis zum nächsten Mal.